Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, zu einem ganz speziellen Video heute, ja, zum ersten Weihnachtsfeiertag, ja. Ich habe eine Mütze auf und heute ist es auch Premiere, denn wir werden zum allerersten Mal mit Plexiglas hier auf dem Kanal arbeiten. Was werden wir aus dem Plexiglas machen? Was ganz, ganz einfach ist, deswegen auch nur ein ganz, ganz kurzes Video. Es geht um die China-Fräse und alles weitere nach dem Intro. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir versuchen jetzt die Schnittkanten mal so ein bisschen abzurunden oder mal so ein bisschen, so ein bisschen flauschig zu machen. Das sind ja sozusagen die gekauften Kanten und die sind natürlich mega schön. Und so ähnlich möchte ich die jetzt auch so ein bisschen hinbekommen. Und das versuche ich jetzt einfach mal mit einem 240er Papier. Und dann lassen wir uns einfach mal überraschen, ob das was wird. Klappt, muss ich sagen. Was die Löcher mit dem ganz normalen Bohrer angeht, die sind wirklich sehr, sehr gut geworden. Aber wenn ihr irgendwelche Tipps für mich habt, ich würde mich drüber freuen. Ja? War das vielleicht zu viel Drehzahl? Alle haben immer gesagt, ja komm, Multiplex kannst du genauso behandeln wie Holz. Ja? Aber eben, was den Forstner Bohrer angeht, würde ich jetzt mal sagen, nö, da klappt das nicht so ganz. Ich habe erst gedacht, dass ich das hier ganz leicht abbrechen kann, aber das hat sich schon wirklich ganz schön wieder zusammengeschmolzen, zusammengepappt, wie auch immer. Also es geht echt gar nicht ab. Ja, doch, ein bisschen. Aber wie gesagt, das werde ich jetzt noch machen, oder das werde ich jetzt noch wieder ein bisschen schön machen. Was wollte ich jetzt noch sagen? Achso, ja genau. Diese Schrauben werden wir nachher noch kürzen. Hier müssen wir unten noch ein bisschen die Schraube versenken. Und dann kommen hier diese Drehknauf-Dinger dran. Diese Schraube ist noch gekürzt, weil es noch um euch das erstmal nur zu zeigen. Und dann habe ich die Fräse hier oben drauf stehen. Hier ist der zweite Knauf und dann kann ich das so bewegen. Warum habe ich das jetzt aber aus Multiplex gemacht? Ganz einfach. Das gleiche gilt hier. Ja, hier sitzt auch die Fräse oben drauf und ich habe einfach ein bisschen mehr Auflagefläche. Ich werde das alles nachher noch ein bisschen abrunden oder vielleicht mit so einem 45-Grad-Fräser mal kurz nachgehen. Warum habe ich es jetzt aber aus Multiplex gemacht? Ganz einfach. Aus Holz würde ich das ja gar nicht sehen. Da sehe ich das erst, wenn ich mit dem Fräser Beispiel an meinem Strich bin. Hier sehe ich es natürlich auch nicht in diesem Bereich, aber ich sehe es einfach kurz davor und weiß, okay, gleich bald kommt der Strich, je nachdem, was ich mache. Und kann dann dementsprechend schon meine Geschwindigkeit ein bisschen ansetzen oder verändern, meine ich. Das gleiche genau hier, ja, einfach um ein bisschen mehr Auflagefläche zu haben, aber eben auch um zu sehen, wann kommt zum Beispiel eine Ecke oder wo kommt wirklich ein Strich, wenn ich jetzt das zum Beispiel als Abkant oder als Abrundungsfräser nutzen möchte oder mal um was Kleines reinzufräsen, dann kann ich das einfach besser abschätzen. Das erhoffe ich mir jedenfalls und das denke ich auch, dass das klappt. Das werden wir auf alle Fälle noch rausfinden. Jetzt werden wir erstmal weitermachen. Einmal müssen wir hier ein bisschen was versenken und das alles noch ein bisschen schön machen und wir müssen hier die Löcher noch übertragen für die Fräse, damit das Ding eben auch von unten dann festgeschraubt werden kann. Das alles machen wir jetzt und wenn wir fertig sind, sehen wir uns gleich wieder.
zusammengebaut. Ich habe vergessen allerdings die Schutzfolie abzumachen. Das machen wir gleich, wenn wir das jetzt hier abschrauben für das hier. Erstmal bauen wir jetzt das noch schnell zusammen. Machen natürlich auch hier die Schutzfolie vorher ab. Einmal und hier zweimal. Und jetzt ist es ja so, dass ich vorhin gesagt habe, dass ich irgendwas noch mit den Kanten machen möchte. Einfach mal 180er Schleifpapier und mal ein bisschen rüberschleifen. Ich sag mal so, man kann sich jetzt definitiv nicht mehr die Finger dran aufschlitzen. Vielleicht noch an den Spitzen, können wir auch noch mal ein bisschen abrunden gleich. Jetzt bauen wir das Ding erstmal zusammen. Wer möchte, kann hier noch Schraubensicherung dran machen, damit das einfach dann noch mal ein bisschen zusätzlich ja, hält. Aber ich denke mal, ja, also hier müsste es schon reichen. Ich hole mal 10er Maulschlüssel. Genau so habe ich mir das gedacht. Und in Kombination mit dem neuen, ja, vernünftigen Kabel, das Projekt verlinke ich euch hier oben rechts mal, da habe ich einfach nur das Kabel getauscht, weil mich das total nervt, diese kurzen Kabel. Aber das jetzt hier mit dem Ding und mit dem Teil, perfekt. Ach, hier können wir jetzt erstmal die Folie abmachen. Na ja, komm, die Schrauben weg. So, hier werden wir das auch gleich noch schleifen. Eine Sache, bevor ich jetzt schleife, möchte ich euch immer noch kurz eine Sache sagen. Wenn ihr jetzt natürlich keine Lust habt, ständig diese kleinen vier Schrauben hier rein und raus zu schrauben, weil ihr vielleicht oft hin und her wechselt. Es gibt bestimmt, ich muss mal selbst gucken, ich weiß es gar nicht, es gibt bestimmt bei Amazon dieses Teil hier einfach nur einzeln zu kaufen, nur den Korb hier, ich nenne ihn jetzt mal Korb, nur diesen Korb nachzukaufen. Dann schraubt ihr ihn einfach dran und dann habt ihr, dann könnt ihr immer hin und her wechseln und müsst nicht diese kleinen Schrauben hier immer ständig rein und rausschrauben. Ja, das wäre eine sehr gute, ja, eine sehr gute Überlegung oder wäre eine Überlegung wert, sagen wir es mal so. Wenn ich es finde, verlinke ich es euch. Ich verlinke euch unten auch alle anderen Bauteile. Ich bin jedenfalls sehr zufrieden. Ich bin mal gespannt, wie sich jetzt das dann damit arbeitet und vor allen Dingen, wie lange die Plexiglasscheibe ja, durchsichtig bleibt und nicht alles komplett zerkratzt oder verkratzt ist. Ich sag mal, man kann sowas ja auch nochmal aufpolieren wieder. Ob sich das jetzt aber einfach, oder ob sich das dann rechnet, ist die andere Frage, ob man nicht dann einfach sagt, okay, komm, das hat jetzt ein Jahr gehalten, ich mache mir einfach nochmal eine neue Plexiglasscheibe daran und dann ist gut. Ja, ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch allen noch frohe Weihnachten. Kommt gut, auch ins neue Jahr. Und es kann nur besser werden. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.